So, hallo, da bin ich wieder. Dann gucken wir mal, wie wir hier weiterkommen. Ich hatte mal einen Brieföffner wie diesen. Ja, okay. Dann nimm was mit, ne? Nur der zur Ordnung bereite Pirat wird bestehen. Ach, ich bin doch total ordentlich. Den Weg oder den Weg? Okay. Gehen wir erstmal hier runter. Bibi, danke schön, Domi. Danke schön. Den Steinkrug geklaut. Wollte mir eigentlich wollte ich mir den Ich angucken. frage mich, ob der Papagei etwas mit dem Auge zu tun hat. Kriegt der hier das hier vielleicht? Ne, das sieht irgendwie auch nicht richtig aus. Oh, Da es Fernrohr? ein massiver Steinbrocken ist, kann es nicht als Fernrohr verwendet werden. Ja, aber wir können es ja mitnehmen. Ja, das sieht einigermaßen richtig aus. Keine Ahnung. Und willst Steincracker. Oh, der will vielleicht eher einen Steincracker haben. Warte mal. Bei Vogel. So. Hier. Ja, das sieht richtig aus. Warte mal, da war noch was, oder? Hier? Es sieht aus wie ein Goldstück, ist aber aus Stein. Ach, das erinnert mich ganz am Anfang vom Spiel mit dem falschen 50er. Du willst das hier vielleicht haben? Er hält ein Messer. Ja, jetzt ja. Vorher nicht. Du möchtest hier wahrscheinlich durchgucken. Oh, oh. Ach, das war schon was mit den anderen Teilen, die ich habe. Es ist eines dieser steinernen Goldstücke. Ein steinernes Goldstück. Sehr schön. Aber ich habe doch hier noch. Ah, nee, doch hier. Ich habe hier noch so einen Krug. Leider leer. Jetzt geht's nach da. Aber habe ich denn hier irgendwo noch so ein steinernes Dings übersehen? Wir hatten da bisher eigentlich überall eins. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Dann gehen wir hier lang. Ah, da ist noch LeChuck, eins. das Geheimnis wird nie dein sein! Ich hasse es, Rätsel zu lösen, mehr als ich Threepwood hasse! Das Geheimnis wird Threepwood, warum gibst du nicht einfach auf und gehst nach Hause? Oh. Einmal ist ein Zufall, zweimal ist verdächtig. Das stimmt. Es ist eines dieser steinernen Goldstücke. Ja, das nehmen wir auch mit. Was sind die hier rein? Nee. Nur der unfaire Pirat wird bestehen. Unfair? Unfair kann ich sein, das ist kein Problem. Kopf hoch, kleiner Mann. Du wirst es weit bringen. Ach hier, da ist noch so eine Es Münze. ist eines dieser steinernen Goldstücke. Hier, gib her. Kopf hoch, kleiner Mann. Du wirst es weit bringen. Kann ich die da reinpacken? Da liegt auch noch eins. Du kriegst einfach zwei. Ah, oh, das war's schon. Der eine hat so traurig reingeguckt. Das sah jetzt halt so aus, als ob der nur. Ich nehme die wieder mit, ne? Aber die haben jetzt nicht erwartet, dass sie die behalten. Diese Schulterklappen verdienen ihre eigene Postleitzahl. Mal so. Dann, ich muss hier mal noch mal kurz hin. Dem klaue ich das natürlich auch wieder, ne? So. Und der kriegt dann jetzt alle, oder Diese wie? Schulterklappen verdienen ihre eigene Postleitzahl.
Eins. Zwei. So. Und hallo Grino. Ist das überhaupt richtig, was ich hier tue? Hm. Hinauf, hinunter. Aber ich meine, das hat sich ja wieder geöffnet gehabt, ne? Ich nehme einfach alle wieder mit. Alles meins. LeChuck, das Geheimnis ist mein! Du bist wirklich eine Niete in Sachen Rätsel, nicht wahr? Wie kannst du noch am Leben sein? Du wirst das Geheimnis nie bekommen. Ich werde bald meine Rache bekommen. Dann wirst du für immer verflucht sein. Und du wirst niemals entkommen. Du wirst verschwinden, ohne dass jemand je Geschichten von dir erzählen wird. Nein, ich werde zurückkehren. Das Geheimnis ist mein. Alle guten Dinge sind drei, Sweet. Oh. Und Hallöchen, Diki. Na, du? Das nächste Mal spreche ich leiser. Ja, das solltest du wirklich tun. Nur der zur Blutrünstigkeit bereite Pirat wird bestehen. Blutrünstig? Da komme ich auf keinen Fall durch. Mist. Ja, dann da lang. Wir sollen ja blutrünstig sein, ne? Also kein Mitleid haben, wahrscheinlich. Kann ich hiermit noch irgendwas machen? Wir sollen blutrünstig sein. Hm. Also kein Mitleid. Er ist kaputt. Oh. Das wird ein Problem sein. Hm. Da komme ich auf keinen Fall durch. Kann man hier irgendwas machen? Das wird ein Problem sein. Durch die dritte Steintür gehen. Schuhe öffnen, das Geheimnis von Mackay Island finden und die glorreichen Zeiten nochmal durchleben. Hm. Ich glaube, es hat keinen Saft mehr. Oh, schade. Ich war kurz Gassi. Wo sind deine Schlüssel hin? Wir haben den Tresor schon aufgeschlossen. Da war eine Kiste drin, aber die hat LeChuck geklaut. Und jetzt sind wir wieder auf Monkey Island unter dem Steinaffenkopf und versuchen, dorthin zu kommen. Wo LeChuck jetzt ist. Hm. Wie die Statue stechen. Das hat anscheinend nichts gebracht. Oh. Da kommt wirklich was raus. Ach. Oh, dann fühlt sich das hier. Okay, kann ich da den Krug füllen? Guck mal. Deswegen brauchen wir den Krug. Okay, warte. Wir dürfen kein Mitleid haben, Leute. Wir müssen die hier abstechen. Ah, und das andere füllen wir dann einfach mit dem Krug. Ich verstehe. Oh, weil das hier ja nichts machen kann. Hier. Guck mal, das reicht doch.
Ellie will Leute abstechen? Nein, aber unsere Aufgabe war, dass wir ein blutrünstiger Pirat sein sollen. Wow! Oh. Hilfe? Oh Gott. Oh Gott, pass doch auf. Guck mal, Captain Madison. Mach's gut, Captain Madison. Das ist wie einer dieser Krimis, in denen die Person so viele Feinde hat, dass die Beamten nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Wo geht's hier lang? Was ist das hier? Eine Steinplatte. Eine der Steinplatten des Altars scheint während des Rumpelns heruntergefallen zu sein. Darauf steht etwas geschrieben. Ein fieser erster Offizier aus Verdun. Mit seinem Dutt hatte er sich vertan. Seine Zähne hatten Schramm, aber sie waren alle beisammen. Alle Kiel holen, das war sein Plan. Aus Das vollständige Buch der Piraten-Limericks, veröffentlicht im Jahr 1534. Hm. Nach allem, was ich durchgemacht habe, ist es nicht weiter verwunderlich, ein paar Limericks auf einem Stein zu finden, der in der Lava versunken ist. Was war das? 1534? Da war doch hier gerade Zahlen in der Mitte. Ja, guck mal hier, das Datum ändern. 1534. Gibt es das hier als Datum? Klick, klick. 1400. Oh, hier. 1534. Gibt es sogar als Datum. Das fasse ich nicht an. Warum das denn nicht? Ich will keine weiteren möglichen Fluchtwege blockieren. Hm. Äußere Rad drehen. Hm. Innere Rad drehen. Gefangen. Oh, wenn ich versuchen würde, den zu bewegen, würde ich mir den Rücken verrenken. Oh, verdammt. Komm nicht zurück. Gibt's denn hier noch weitere Infos? Ein fieser erster Offizier aus Verdun. Mit seinem Dutt hatte er sich vertan. Seine Zähne hatten Schramm, aber sie waren alle beisammen. Alle Kiel holen, das war sein Plan. Aus Das vollständige Buch der Piraten-Limericks, veröffentlicht im Jahr 1534. Zähne beisammen und ein Dutt. Haben wir einen Dutt? Ist das ein Dutt? Soll das ein Dutt sein und alle Zähne beisammen? Also der da, oder? Yay! Ja, gut, das. Ja, gut. Cool. Hä? Was? Ich war gerade tief in den von Pilzen und Lava durchzogenen Höhlen unter Monkey Island. Und jetzt bin ich? Oh nein. Nein, noch nicht. Wir sind hinten bei dem Dings, aber was zum Teufel ist da unten? Das sind doch Kulissen. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Das ist die Tür, die wir die ganze Zeit nicht aufbekommen haben. Sie scheint zu klemmen. Oh nein. Ah, sie muss sich verschlossen haben, als ich rausgekommen bin. Aber was? Was? Die Fenster sind nur aufgeklebt. Und sie sind nicht einmal gerade. Was? Was ist denn jetzt passiert? Treffer! Gratis Popcorn! Ja, geil. Popcorn, aber das sind alles Kulissen nur. Obere Straße 6 Meter. Halle der Piraten 3G-Minuten. Weitere Toiletten bei Dinky Island. Okay. Schön, dass du es endlich geschafft hast, Junge. Stan? Es ist Geschäftsschluss und alle wollen nach Hause gehen. Letzte Chance, den Schlüssel auszuhändigen, Schlosserin. Was soll das heißen, es ist Geschäftsschluss? Ich bin gerade erst gekommen. Ach, dafür habe ich keine Zeit. Ich bin spät dran für ein wichtiges Meeting. Nimm meine Schlüssel und schalte alle Lichter aus, bevor du gehst. Ich bin für nichts verantwortlich, was nach Geschäftsschluss passiert. Was? Guybrush, bist du bereit zu gehen? Wie war... Was? Haben wir einfach nur auf einem Rummel? Auszuhändigen, Schlosserin. Haben wir eine sehr blühende Fantasie einfach nur gehabt? Das sind alles Kulissen nur. Oh nein. Ich will zurück in die Gasse. Das sind alles nur Pappaufsteller. Du musst mich hier rausholen.
habe ich nichts getan. Ich wurde reingelegt. Ich gebe der Regierung die Schuld. Oh nein, haben wir einfach nur eine verdammt doll blühende Fantasie gehabt. Ausschalten. Nein, ich will nicht. Machen wir das Baby auf. Es ist die Truhe mit dem Geheimnis. Leute, im Vorfall gucke ich mich hier nochmal um. Und hallo, Piecey. Hallo. Elli schlau. Also ich weiß nicht, ob ich das auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad, ob ich das geschafft hätte. Bin ich ehrlich. So, und Prost, Piecey. Fisch. Wir haben frischen Fisch. Ei, das war ein absoluter Knaller. Ich erkläre dich hiermit zum Sieger. Ich nehme an, dass du eine Geschichte erzählen willst. Aber ich sehe dir schon an, dass du nicht bereit bist für Leute wie uns. Oh, kann ich das ihm eigentlich erzählen? Nein. Fisch, wir haben frischen Fisch. Mit ihr kann ich auch nicht reden da oben. Die Plakette lesen. Historisches Wahrzeichen. Das ursprüngliche Geheimnis, ein Piratenabenteuerpark. Gegründet 1989 von R. Gilbert. R. Gilbert? Ron Gilbert, ne? Das ist doch der Macher von Monkey Island, oder? Historisches Wahrzeichen. Das ursprüngliche Geheimnis, ein Piratenabenteuerpark. Gegründet 1989 von R. Gilbert. Wir haben einfach nur eine sehr doll blühende Fantasie. Ist es das? Mist! Stan macht LeChuck jedes Mal besser. Das Geheimnis ist mein. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, legt Stan noch eine Schippe drauf. Aber es steht immer noch LeChuck 0, Guybrush Threepwood 6. Das Geheimnis ist mein. Bin wieder da. Komm zurück, Rietza. Willkommen zurück. Noch nichts verraten. Vielleicht löst sich hier irgendwie noch was auf, aber... Er sagte schon, jedes Mal, wenn wir hierher kommen, also... Es ist halt einfach nur ein Piratenpark, wie wir ja festgestellt haben. Ein Piratenabenteuerpark. Nette Wendung mit Madison, Trent und Lila. Das Teamwork hat mich für eine Weile getäuscht. Das Geheimnis ist mein! Nun, zurück zu meinem langweiligen Job als Buchhalter. Wir bis zum nächsten Buchhalter? Mal. Buchhalter? Wie, wir sind Buchhalter? Aber ich hab doch hier noch alles. Treffer! Gratis Popcorn! Bitte Popcorn? Sind wir mal ein Schausteller? Also ich bin Buchhalter, aber... Oh Gott, nein. Das ist das Geheimnis? Nun, zurück zu meinem langweiligen Job als Buchhalter. Bis zum nächsten Mal. Er und Buchhalter, ja, anscheinend. Ich hätte sofort ahnen müssen, dass Stan seine Finger im Spiel hat, als ich sah, wie billig und kitschig das hier alles ist. Ja, vor allem das S, wo ich doch gesagt habe, Stan, Schatz, Secret, irgendwie sowas. Verflixt, sie ist verschlossen. Wenn es doch nur einen Schlüssel gäbe. Dieser Schlüssel passt nicht. Mist. Dieser Schlüssel passt nicht. Dieser Schlüssel passt nicht. Gib mir den Schlüssel. Ich habe die Schule an dem Tag geschwänzt, an dem sie Schlösser knacken gelehrt haben. Ich habe keinen anderen Schlüssel, der ging nicht. Dieser Schlüssel passt nicht. Das ist der Schalter Deko. Nee, da müssen wir ausmachen. Achso, vielleicht müssen wir es ausmachen. Der Schalter ist verschlossen.
Also wir sollen ja alle Lichter ausmachen, aber... Ich weiß nicht, ob wir denn hier noch rankommen. Hier ist ein großer Schlüssel. Sollen wir es einfach ausmachen? Ah, guck, jetzt geht's nicht mehr. Kann ich damit auch nicht mehr interagieren? Ich will doch wissen, was in der Kiste ist. Warum darf ich nicht wissen, was da drin ist? Kann ich es mit Popcorn bewerfen? Och, komm schon! Kann ich es wieder anmachen? Kann es wieder anmachen. Verflixt, sie ist verschlossen. Wenn es doch nur einen Schlüssel gäbe. Ach, sie hat den Schlüssel in der Hand. Was für ein Glücksfall. Das war enttäuschend einfach. Ich frage mich, was hier los ist. Ich habe das nicht gesehen, okay? Ich habe den Schlüssel hier nicht gesehen. Der war so klein, okay? Interessant. Ein T-Shirt? Ich habe das Geheimnis von Monkey Island gefunden. Und alles, was es war, war dieses blöde T-Shirt. Ein T-Shirt? Du bist gerade dreimal über den Schlüssel gefahren. Habe ich nicht mitgekriegt. Aber ich habe es ja noch rausgekommen. Wir haben also jetzt ein T-Shirt. Ich habe das Geheimnis von Monkey Island gefunden. Und alles, was es war, war dieses blöde T-Shirt. Nun. Das ist ja jetzt, weiß ich nicht. Was da... Das ist Stans Schlüsselring, um alle Lichter auszumachen. Na nun, dann machen wir mal aus, ne? Der Schalter ist verschlossen. Ist das echt so ein Ding, so die Reise ist das Ziel, ja? Was ich am Anfang schon gesagt habe, dass das nachher sowas wird. Und ich das noch so nur aus Spaß gesagt habe, ist es so ein Ding. Immerhin ist Elaine echt. Honighäschen. Oh. Elaine, zum Glück bist du hier. Natürlich. Wo sollte ich sonst sein? Ich bin mir nicht sicher, wo ich auf einmal bin. Du bist genau hier bei mir. Aber wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Ich war gerade im Untergrund auf Monkey Island und jetzt sind wir auf Mealy Island? Manchmal vergehen die Dinge wie im Flug, wenn man Spaß hat, nicht wahr? Ich habe das Geheimnis. Du hast es endlich geschafft. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Darüber werde ich nachdenken müssen. Naja, es war nur ein dummes T-Shirt, ne? Wie ist es mit Flair gelaufen? Sagen wir einfach, ich habe meinen Standpunkt klar gemacht. Wie bist du vor mir hierher gekommen? Du weißt, dass ich immer versuche, einen Schritt voraus zu sein. Hast du etwas Neues mit deinen Haaren gemacht? Es wurde im Kampf zerzaust. Es gefällt mir. Bereit zu gehen? Nee. Nee, bin ich nicht. Ich werde mich noch ein bisschen umsehen. Bin ich bereit zu gehen? Guck mal, hier, T-Shirt. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll, dass dies das Geheimnis ist. Egal, was es war, hätte es jemals deine Erwartungen erfüllen können? Das Gute daran ist, dass es aus 100% vorgewaschener Baumwolle besteht. Das Glas ist halb voll. Deshalb habe ich dich geheiratet. Ja, die beiden sind auch süß. Willst du Popcorn? Möchtest du Popcorn? Hast du das auf dem Boden gefunden? Nein. Nein? Nein, danke. Oh. Willst du
Seeal? Nein. Ich habe eine Trophäe. Auch nicht. Ich habe ein tolles Bild von mir und Stan. Das können wir ihr wirklich zeigen. Ein schönes Andenken an unsere Abenteuer. Brauchst du Feuer? Oder ein bisschen Mondpfeffer? Kann ich dir noch mal was erzählen? Hier, deine Notiz. Limetten? Karte von Monkey Island? Willst du LeChucks Tagebuch? Aber Hühnerfutter, oder? Willst du einen Cracker? Ich hab Geld. Ich. Aber. Abstechen. Nein. Also. Ich. Mann. Zurück in die Gasse. Tschüss. Es ist zu dunkel, um dorthin zurückzugehen. Der Letzte macht das Licht aus. Honighäschen. Oh, süß. Mit Elaine gehen. Na dann. Ich bin bereit zu gehen. Gut. Ich auch. Ja, genau so gucke ich auch. Das war ein albernes Ende. Es ergibt doch keinen Sinn. Du bist mies, wenn es um das Ende geht. Ich dachte, du magst alberne Enden. Du und Chucky spielt das Ende von Monkey Island 2 wirklich albern. Das ist etwas anderes. Wir sind Kinder und wir albern nur herum. Du bist derjenige, der gesagt hat, dass man die Dinge nicht einfach ändern kann. Du hast gesagt, so funktioniert das Geschichtenerzählen nicht. Habe ich das? Ich will das Geheimnis wissen. Ja, ich auch. Du musst mir sagen, was du wirklich in der Truhe gefunden hast. Ich will auch das richtige Geheimnis wissen. Ich bin der kleine Junge dort. Ich hab safe genauso geguckt, wo er das T-Shirt rausgeholt hat und das Ende gerade so war. Ich esse. Was? Ich bin der kleine Junge. Die Truhe war gefüllt mit Edelsteinen, Rubinen und Gold. Das Geheimnis war in Wirklichkeit die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben. Und die wir wahrscheinlich alle verloren haben. Ich meine, wir haben Herman drin liegen gelassen. Elaine hat ihn zwar gerettet, aber wir haben Herman im dunklen Keller da gelassen. Wir haben Stan zu 10 Jahren Knast verurteilt. Wally hängt mit den Ketten irgendwo in einem Lavasee. Wir haben Mealy Island irgendwie gefühlt zerstört und mit der Scamba. Ja, also nun, ich weiß ja nicht so recht. Deine Mom hatte recht, es ist besser, es nicht zu wissen. Ich habe mir das nicht ausgedacht, das ist wirklich so passiert. Es gibt nicht die eine Antwort auf die Frage, was das Geheimnis ist. Deine Mom hatte recht. Es ist besser, es nicht zu wissen. Sobald man eine Antwort auf eine solche Frage hat, verliert man den wichtigsten Teil der Frage. Sich die Möglichkeiten vorzustellen und mit anderen Leuten darüber zu sprechen, ist viel besser. Mom! Dad will mir nicht sagen, was das Geheimnis ist. Füllst du den Kopf unseres Sohnes wieder mit deinen haarsträubenden Geschichten? Ich habe ihm die Geschichte erzählt, wie wir das Geheimnis von Monkey Island gefunden haben. Oh, die... Jedes Mal, wenn du diese Geschichte erzählst, wird das Ende seltsamer und seltsamer. Lasst uns zu den Docks gehen und zusehen, wie die Galeone ausläuft. Juhu! Ich habe die verlorene Karte zum Schatz von Maya Island gefunden. Oh. Das wird ein lustiges Abenteuer. Wir sehen uns. Teil 2 coming? Return to Monkey Island 2?
Fortsetzung? Oh. Wie Guybrush da eben noch ganz ruhig saß. Monkey Island, geschaffen von Ron Gilbert. Herbel Toybox. Erdacht von Ron Gilbert und Dave Grossman. Oh, guck mal, das sind doch so... so Skizzen und so. Oh, wie cool. Guck mal, wie der eigentlich aussah. Also die ganzen Ideen, die verworfen wurden. Ja, das war Return to Monkey Island. Huch, das hatten wir jetzt irgendwie schneller durch, als ich dachte. Concept Art, Bock, ja, voll cool, oder? Oh Gott, die Haare. Schön mit den langen Haaren, wundervoll. Oh, wie cool. Oh, ich liebe sowas. Concept Arts finde ich total toll. Ich liebe auch so Bücher. Es gibt manchmal so Bücher von Spielen und so, da ist sowas drin. Ich liebe sowas. Naja, du hast schon recht viele Rätsel einfacher. Nee, ich habe ja auch den, ich sag mal, normalen Modus genommen und nicht den Hardcore-Modus. Nee, wir konnten uns ja am Anfang entscheiden. Oh Gott, der Mob. Geh weg von meinem Mob. Hab ich gar nicht verstanden, warum. Jetzt zum Durchspielen. Dankeschön. Dankeschön. Das war doch schneller durch, als ich gedacht habe. Aber cool. Aber das Ende war so... es war weird. Aber sie sagte ja auch gerade, das Ende wird von Mal zu Mal immer... umso öfter er es erzählt, umso komischer wird das Ende. Also ja. Hier ein Pat-Pat für die Belohnung. Dankeschön, Anima. Danke, danke. Bei Ori konnte man sogar ganze Mockups von der ersten Entwicklungsphase sehen. Sowas liebe ich auch. Dann hast du erstmal nur irgendwelche Dreiecke und Quadrate. Ja, ja, klar. Ja, klar, man muss ja gucken, wo was hinkommt und so. Dann kommt das ja erst. Das kommt ja alles nach und nach. Aber schön. Habe ich auf Twitter irgendwo, ich weiß nicht, vor ein, zwei Monaten auch gesehen gehabt. Da gab es doch dieses, dass irgendjemand geschrieben hat, ja, die Grafik wird zuerst in einem Spiel gemacht und dann haben sich doch da ganz viele Entwickler gemeldet gehabt und gesagt gehabt, hey, so sah unser Spiel als am Anfang aus, von wegen Grafik wird zuerst gemacht, so. Und dann hat man teilweise auch so Konzeptsachen gesehen gehabt, wo das einfach nur noch Vierecke und Dreiecke und sowas waren, wo man einfach geguckt hat und dann halt nach und nach alles entstanden ist. Das fand ich auch richtig, richtig cool. Ich sehe sowas echt gerne. Also nochmal spielen? Nee, wir spielen das nicht nochmal. Auch wenn es mich interessieren würde, wie die anderen Rätsel aufgebaut sind, aber... ich denke mal, das ändert ja nichts am Ende. Ich denke, das Ende bleibt ja trotzdem so. Aber das Spiel ist so oder so nicht so lange. Es hängt mehr davon ab, wie du die Rätsel schaffst. Ah, okay. Okay, aber ich glaube, ich bin bei manchen Rätseln ganz gut durchgekommen. Außer heute einmal musst du Wu quasi helfen. Da bin ich sehr froh drüber. Das mit den X'en ist mir nämlich gar nicht in der Höhle aufgefallen, richtig. Also ich habe die am Anfang gesehen und dann bin ich weitergelaufen und dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie habe ich es nicht ganz geschnallt. Das Ende ist das Ziel und das Ziel bleibt gleich. Ja, okay. Naja, Monkey Island hat nur komische Enden. Ah, okay. Also ist das gar nicht mal so verwunderlich, dass das Ende so komisch läuft, ja? Gut zu wissen. Und Tag zusammen. Hallöchen, Arson. Hi. Du kommst genau richtig zu den Credits.
Ich muss aber auch sagen, ich fand den Stil von dem Spiel eigentlich echt schön. Also ich mag solchen Stil halt. Wir hatten ja, wie gesagt, schon mal Jenny LeClue zum Beispiel gespielt gehabt. Und das hatte einen ähnlichen Grafikstil. Also auch so von den Zeichnungen her. Und ich fand das sehr, sehr schön. Ich mag das. Das glaube ich aber für ältere Leute, die anderen Teile gespielt haben, bestimmt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Ich glaube, die älteren Teile waren alle so ein bisschen Pixelart. Aber die waren früher halt Pixelart, ne? Und das ist es halt nicht. Ältere Leute? Also für die, die halt die ersten Teile gespielt haben. Ältere Leute in dem Sinne, für die, die halt auch die älteren Teile der Reihe kennen. Ich kenne sie ja nicht. Dementsprechend, ja. Ich hab so ein Bild mit der Krücke. Unverschämtheit. Runter von meinem Rasen. Ich war noch nicht geboren, wo der erste Teil rauskam. Ich bin 93, ja? Also ich bin nicht 93, sondern ich wurde 93 geboren. Die Jungen haben keinen Respekt mehr vor Walter. Genau das. Genau das. Ja. Immer diese Jugend von heute. Kein Respekt mehr hier. Nur schrecklich. Runter von meinem Rasen. Ich darf das sagen, ich bin älter als Ellie. Das ist auch kein... Also, das ist jetzt auch nichts, ne? Es gibt, glaube ich, sehr viele Leute, die älter sind als ich. Es gibt auch sehr viele Leute, die größer sind als ich. Ich bin ein sehr kleiner Mensch. Hier würdest du Old einfügen. Ich glaube, wir haben auch einen Old. Ich glaube, wir haben einen Rentner bei der Twitchy-Mode. Ich weiß gerade nur nicht, wie es heißt. Heißt es Boomer? Heißt es Old? Heißt es Rentner? Ich habe keine Ahnung. Das, was Rita gepostet hat. Genau das. Genau das. Ach ja. Aber ich muss sagen, dafür, dass ich echt nicht gut in Support und Klicks bin und so Rätseldingern, bin ich erstens froh, dass es so einen Schwierigkeitsgrad hatte mit etwas einfacheren Rätseln und die Story ja im Endeffekt dieselbe aber noch ist. Und dass die Rätsel für mich halt eigentlich recht nett gemacht waren. Also ich bin gut durchgekommen dafür, dass ich echt so ein Rätselnoob bin und so. Also ich hatte meinen Spaß mit dem Spiel, definitiv. Oh, guck mal, das ist Otis. Ich liebe es, wie sie die Gesichter noch geändert haben und alles. Und das sind alles so verworfene Sachen. Es ist so cool. Naja, zum Teil waren ganze Rätsel weg, aber trotzdem cool. Das stimmt, ja. Ich fand das schön. Du sagtest ja, glaube ich, auch, Rita, dass bei den Flaggen, wo ich jetzt nur eine sammeln musste, gibt es, glaube ich, in dem anderen Schwierigkeitsgrad sind es, glaube ich, drei, die man finden muss, ne? Also das heißt, es geht halt auch ein bisschen länger. Wenn man mehr Spielspaß haben möchte und eben das jetzt zu kurz war, definitiv mal auf den schwierigeren Schwierigkeitsgrad spielen. Ich glaube, das kann ich euch empfehlen. Wenn ihr so Rätsel mögt und sowas, dann könnte das was für euch sein. Was war das denn gerade? Dem Sammelalbum ist etwas Neues hinzugefügt worden. Oh, lass uns da noch reingucken.
Hey, willst du mein mächtiges Piratenalbum sehen? Es ist voll mit meinen Abenteuern. Ja. Schon als Kind wollte ich ein mächtiger Pirat sein. Früher wurde man Pirat, indem man 3 Prüfungen absolvierte, um seinen Wert zu beweisen. Warte, die Sachen kennen wir noch, deswegen skippe ich nur durch und gucke mir nicht nochmal alles an. Die Dinge nahmen eine unerwartete Wendung, als ich an den 3 Prüfungen arbeitete. Monkey Island war ein dampfendes, vulkanisches Geheimnis, das mit Dschungel bedeckt und auf keiner Karte zu finden war. Wir kehrten nach Mealy Island zurück und erlebten einen atemberaubenden Abschluss meines ersten großen Abenteuers. Ah, die sind aus der Zeit, als ich den Schatz von Big Whoop finden wollte. Einmal wurde Elaine in eine Statue verwandelt. Natürlich steckte LeChuck dahinter. Der Kerl gibt nie auf. Es war ein toller Tag. Auch wenn wir im Nachhinein gesehen die Scamba nicht mit dem Catering hätten beauftragen sollen. Oh Mann, das war die verrückte Zeit, als LeChuck sich mit einem australischen Milliardär zusammentat und versuchte, Elaine mit einem mystischen Talisman zu seiner Braut zu machen. Und dann war da noch das eine Mal, als ich versehentlich LeChucks Pocken auf die gesamte Karibik losließ. Zumindest schien es so. Oh, hier ist die Voodoo-Puppe vom Ende meines Big Whoop-Abenteuers. Diese sind von damals, als ich das Geheimnis von Monkey Island gefunden habe. Ja, das ist neu. Oh, cool. So, erzähl mir mehr. Ich begann meine Reise in der Scamba, aber ich merkte sofort, dass es nicht wie in alten Zeiten sein würde. Die neuen Piratenanführer konzentrierten sich auf Plündern und Brandschatzen. Aber Plünderwerte sind nicht alles. Ich traf die ungewöhnliche Entscheidung, mich LeChucks Mannschaft anzuschließen, um nach Monkey Island zu gelangen. Copyright LeChuck. Ich habe mehr über Mobs gelernt, als ich jemals wollte. Ja, das ist der Mob-Stil, das zum Wischen, ja. In manchen Vierteln war mein Ruf ein Nachteil. Na, ja gut. Der Dienst auf LeChucks Schiff war eine interessante Erfahrung. Ich fing an, die Mannschaft zu mögen. Ich vergaß ganz, wie ein Zombie auszusehen, eine Meuterei anzuzetteln und das Schiff zu kapern. Ach Gott, Gullet. Oh Gott, was ist denn mit Gullet? Der hängt immer noch da unten, oder? Hängt der immer noch am Schiff? Oh Gott. Gullet war mein Vorgesetzter. Kein sehr angenehmer Typ. Putra war sehr glücklich, als ich sie zur Chefköchin befördert habe. Meine Verkleidung hat gut gehalten, bis wir uns Monkey Island näherten und sie, eine Fehlfunktion hatte. Fehlfunktion also. Ich wurde vom Schiff geworfen, aber das war okay. Ich war schon so weit gekommen, wie ich musste. Oder es hat ihn in 2 gerissen. Oh Gott, ich hoffe nicht. Die eigentliche Rückkehr nach Monkey Island war nicht das, was ich erwartet hatte. Wir alle dachten, dass das Geheimnis irgendwo auf der Insel sein würde. Jeder hatte eine Karte, manche nützlicher als andere. Oh ja, das sind viele Karten. Ich habe einige sehr persönliche Dinge über meinen Erzfeind LeChuck erfahren. In die Blümchen. Elaine und ich haben mein altes Schiff, die Sea Monkey, wieder aufgebaut, damit wir zurück nach Mealy Island segeln konnten. Ja, guck mal hier, das Schiff so in 2 und in die Pflaster. Oh. Der vorübergehende Pakt, den ich mit meinen Feinden schloss, erwies sich als etwa 5 Minuten vorübergehender, als ich gehofft hatte. Es war ein Wettrennen darum, wer das Geheimnis zuerst in die Finger bekommt. Oh, wir haben noch so einen Schlüssel. Ich habe alle 5 goldenen Schlüssel gefunden. Ich frage mich, ob ich sie behalten sollte. Naja, einer ist ja hier im Buch, ne? LeChuck hat mir so eine Schnauze rangemalt. LeChuck hat sich mit Madison zusammengetan, aber das war nicht von Dauer. Oh, guck mal hier, die ganzen Herzchen ringsherum. Ach, ist das süß. Madison hatte vor, LeChuck zu verraten. Lila hatte vor, Madison und LeChuck zu verraten. Ich bin mir nicht sicher, ob Trent überhaupt sehr weit vorausgedacht hat. Whitey Bones hat mir alles über die goldenen Schlüssel erzählt. Carla kümmerte sich um die Erdbebenhilfe, so gut sie es unter den gegebenen Umständen konnte.
Ich habe Stan aus dem Gefängnis befreit. Wally wurde entführt. Ja. Ach, süß. Die Voodoo-Lady ist verschwunden. Stimmt, die ist verschwunden, ne? Ich habe die amtierende Königin entthront und bin die neue Königin von Bermuda geworden. Ich habe Herman Toothrot in seiner gemütlichen Einsiedlerhöhle besucht. Ja, die war sehr gemütlich. Mhm. Elaine hatte viel um die Ohren, aber am Ende war sie an meiner Seite. Oh. Ich habe es geschafft, das Geheimnis zu bergen. Aber dann hat LeChuck es gestohlen und zurück nach Monkey Island gebracht, um es zu öffnen. Wir haben LeChuck wieder zurück nach Monkey Island gejagt und ich habe ihn aufgespürt. Elaine hat Flair Gory aufgehalten, während ich in den Affen gegangen bin. Jemand hatte sich eine Reihe von thematischen Piratenaffenrätseln ausgedacht, um die Unwürdigen fernzuhalten. Ich habe dieses Modell des letzten Rätsels gemacht. Ich finde es ziemlich toll. Ich bin mal raus für heute und muss noch einkaufen und zur Post zu. Dann mach das und komm noch gut durch den Tag, Theon. Danke schön, dass du da warst. Bei jedem Bild sind Dinge rundherum. Ja, das ist super süß. Oh Mist. Wann ist das denn rausgefallen? Oh nein, was war hier? Ich habe irgendwas nicht mitgenommen denn, oder? Oh. Danke und euch viel Spaß. Dankeschön. Danke, danke. Das Rätsel ist eine Anspielung an alte Kopierschutzvorkehrungen. Okay. Ich habe Wally gefunden. Noch der Ärmste. Moment. Was ist das? R und D. Ron Gilbert und wie hieß er? Dave irgendwas? Oh Gott, so viel Text. Warte, dann muss ich noch einen guten Schluck trinken hier. Achtung, Achtung, ich bin nicht gut im Vorlesen. Verhaspel mich gerne. Ich habe eine Leseschwäche. Also Achtung, Achtung. So. 18. Juni 2020. Die Entwicklung wird erst in etwa einem Monat beginnen, aber wir haben schon eine Weile darüber nachgedacht. Das scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, um ein paar Gedanken aufzuschreiben und sie dann als eine Art Zeitkapselbotschaft an unsere zukünftigen Ichs aufzubewahren, was wir mit Return to Monkey Island vorhaben. Wer weiß, vielleicht lernen wir ja etwas. Monkey Island war schon immer ein Spiegelbild des Lebens der Menschen, die die Spiele entwickelt haben. In The Secret of Monkey Island geht es um einen jungen Menschen, der sich aufmacht, eine aufregende neue Karriere zu verfolgen. Als Designer in unseren 20ern waren wir alle genau das. Die Fortsetzung LeChuck's Revenge handelte in vielerlei Hinsicht von den Schwierigkeiten, eine Fortsetzung zu machen oder zumindest davon, was man unmittelbar nach etwas tut, das sich wie ein großer Erfolg anfühlte, aber von der Weltöffentlichkeit unbemerkt blieb. Viele Jahre, in Klammern 20, später, nachdem Guybrush einige Abenteuer mit anderen Teams erlebt hatte, die ihre eigenen Hoffnungen und Herausforderungen hatten, machten wir uns daran, Tales of Monkey Island als eine Geschichte über Vertrauen zu schreiben, und das ist es auch. Aber was für uns am meisten heraussticht, ist, dass es sich wie eine Geschichte über Erwachsene anfühlt. Denn das waren wir. Viele von uns waren damals in ihren 40ern mit Kindern und Leben und einer klumpigen, verkrusteten Schicht von Erfahrung. Wir sind jetzt weit über 50. Wir haben eine lange Karriere hinter uns und viele Spiele gemacht, aber Monkey Island definiert uns immer noch
bis zu einem gewissen Grad oder zumindest sind wir in den Köpfen vieler die Jungs, die vor langer Zeit dieses Spiel gemacht haben. Und es fühlt sich an, als hätten wir noch etwas zu erledigen. Als sich die Gelegenheit ergab, zu Monkey Island zurückzukehren, waren wir uns ziemlich einig darüber, was wir tun wollten. Guybrush ist wie wir selbst älter geworden und hat eine lange und erfolgreiche Karriere hinter sich. Aber er wird hauptsächlich mit etwas in Verbindung gebracht, das vor langer Zeit passiert ist und das sich für ihn unvollendet anfühlt. Das Spiel ist ein albernes Piratenabenteuer, so wie eh und je, aber es ist auch eine Geschichte über den Versuch, die Vergangenheit mit all ihren angeblichen jugendlichen Stärken, und ihrem Ruhm zurückzuerobern. Guybrush wird dabei sowohl Erfolg haben als auch scheitern. Er wird sozusagen bekommen, was er will, aber es wird nicht das sein, was er erwartet hat. Ich sage das Gleiche für uns voraus. Oh. Notiz an mich selbst, mehr Papier für den Rest meiner Abenteuer besorgen. Da wird sich offen gehalten, ob da noch mehr kommt. Wird es eine Fortsetzung geben? Ah, das wird sich ziemlich offen gehalten hier noch, ne? Ach, schön. Das stand vorher auch schon da, ich weiß. Aber davor hatten wir ja die restlichen, also von dem Ende jetzt, hatten wir das ja nicht. Ich weiß, dass es da auch schon stand, aber dann hat er ja weitergeschrieben gehabt. Quasi. Also ja. Ach, der Brief war echt doch süß. Schön, dass ich da nochmal ins Sammelalbum reingeschaut habe. Sehr, sehr cool. Ja, ich hoffe auch, euch hat Return to Monkey Island gefallen.